Heart knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls. Das ganze Gefühl, eigentlich dort zu sitzen mit dem Flügel, ich hätte mir nie vorstellen, dass ich irgendwann mal so etwas machen darf. Und das ist sicher etwas, was ich nie vergessen werde. Es ist ein einmaliger Anblick. Die 20-jährige Emma Crawford aus Embrach sitzt hinter dem Flügel, singt und tanzt hier auf dem Vorfeld vom Flughafen Zürich. Da, wo eigentlich immer Flugzeuge und ausparkieren, steht jetzt fast alles still. So wie das Leben von vielen Leuten im Moment. Ob es jetzt ist, dass du deine Grosseltern nicht mehr besuchen kannst oder jemandem nicht mehr deine Hand geben oder jemanden nicht mehr umarmen. Im Moment ist es, glaube ich, schwierig für alle. Und mit dem Lied wollen wir eigentlich einfach so ein bisschen sagen, heben zusammen und es kommt eine bessere Zeit nachher. Entstanden ist das Cover zum Song «People Help the People» zusammen mit dem Produzent Dominik Richter, ebenfalls aus Embrach. Dass sie die Kulissen gewählt haben, die ist nicht ganz zufällig. Sie ist Flight Attendant und er Aviatikfotograf. Auch wenn es ein eindrückliches Erlebnis ist, auf einem leeren Flughafen zu filmen, ist es auch schmerzhaft. Ich kenne normalerweise, dass sich alles bewegt, dass man aufpassen muss. Und wir hatten am Anfang noch eine Maschine, die gerade gestartet ist. Und danach war es sehr ruhig. Also es war wirklich eine unheimliche Ruhe auf dem Flughafen. Ja. Oh, es tut mir mega weh. Es ist für uns alle, also ich habe recht viele Kolleginnen im Flügen. Für uns alle ist es mega traurig. Es hätte sich für sie angefühlt, als ob sie im Flughafen wieder ein bisschen Leben eingehaucht hätten. Wo wir dann am Dreh waren, sind immer wieder mal ein paar Autos angefahren, sind ausgestiegen und man hat richtig ein Lächeln gesehen. Also es war auch für sie eine spezielle Situation. Eigentlich so etwas Schönes in dem ganzen Negativen rein. Sie sind sich sicher, so schnell wird es nicht wieder ein Flügel aufs Vorfeld vom Flughafen Zürich schaffen. Ich finde, unter einem normalen Flugbetrieb wäre das sehr schwierig gewesen, bis gar unmöglich, einen Flügel aufs Vorfeld zu bewegen, überhaupt ein leeres Vorfeld für so lange zu finden. Jetzt wünschen sich die beiden aber, dass bald wieder die Normalität zurückkommt, hier am Flughafen Zürich.